Hallo? Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Könnte mir vorstellen, dass Sie sich verwählt haben. Keine Ahnung. Ich habe nur noch Ihre Telefonnummer hier. Ja, aber ich habe gar nichts mit Computern zu tun, außer mit denen, die ich selbst benutze. Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Nein, Sie haben überhaupt keinen Computer bei mir gekauft. Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Nein, ich habe keinen Computerhandel. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Nein! Finde ich nicht gut. Ja, was soll ich mit dem Computer? Ich habe kein Geschäft. Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Verehrter Anrufer, ich privatisiere hier der Mann und habe gar nichts mit Computern zu tun. Wie gesagt, außer denen, die ich selbst benutze. Ich weiß aber, dass irgendein Idiot meinen Namen neben solche Firma gesetzt hat. Und, ich bin es jedenfalls nicht. Versuchen Sie doch, eine von den anderen drei Nummern zu benutzen, die dastehen. Also ich bin es nicht. Finde ich nicht gut. Ja Gott, was soll ich denn mit Ihrem Computer, Mann? Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Nein! Die schicken mir überhaupt nichts. Bringen Sie zu dem Geschäft zurück, wo Sie es geholt haben. Bei mir war es nicht. Aber sicher doch. Also, wo haben Sie das denn geholt? Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Nein, Sie haben nicht bei mir über eBay gekauft. Ich handle mit überhaupt nichts. Ich bin pensionierter Pfarrer. Was wollen Sie denn eigentlich? Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazu stehen. Na, damit ist das jetzt für mich erledigt. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Na, dann kriegen Sie wieder zurück. Auf Wiederhören.